Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was ist das? Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Folge. Wir werden heute hier reingehen. Als erstes ganz entspannt ins Anstoß-Rivalitäten-Event. Und da werden wir mal hier kurz die drei Skillspiele machen. CPU-Spiele mache ich ja sowieso nicht in der 20-Uhr-Folge. Ich denke mal, morgen werden wir eine locker-flockige Challenge raushauen. Und am Donnerstag müssen wir dann mal schauen, was wir am Donnerstag machen. Donnerstag ist ja dann die Aktualisierung und da wird es dann ja wieder sicherlich neue Packs geben, die wir dann halt am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag öffnen können, je nachdem, was für Packs, wie viele etc. Aber das ist der Fahrplan. Der Fahrplan für die nächste Zeit. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Und dann bin ich gespannt. FIFA Mobile 23. Ich weiß nicht, ob ich zu viel verraten kann, muss. Okay, muss nix. Also ich kann. Dankeschön hier für die Likes. Marco Richter Fanpage. Vielen, vielen Dank. Wann hatte ich? Ich glaube, gestern hatte ich ein neues Bild gepostet auf Instagram. Könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Pexen996. FIFA Mobile 23. So, Kistenmauer. Drittes Skillspiel. Drittes Skilly Vanilli. Die Kistenmauer ist das. Ansonsten werde ich versuchen, die Quests. Oh, ich habe da das Wochenende war schon wieder. Wenn ich auf meinem Sessel sitze. Liege, nicht sitze. Ich sitze nicht auf meinem Sessel, ich liege auf meinem Sessel. Dann liege ich auf meinem Sessel. Und dann bin ich auch ein fauler Fettsack. Und sitze da mit einer Chipstüte, mit einem Stück Kuchen auf dem Sessel und gucke Bundesliga. Dann gucke ich die Bundesliga-Konferenz, beziehungsweise ich habe dieses Wochenende hatte ich Hertha Dortmund geguckt, also ich hatte nicht die Konferenz geschaut. Und dann halt Abend noch das Spitzenspiel. Wie viele Punkte habe ich denn hier? Da habe ich nicht mal ein Pack, Allah. Allah! Wollt ihr mich hops nehmen oder was? Allah! Habe ich hier noch mehr Punkte? Da habe ich auch nur 1300. Ja komm, gehen wir mal hier weiter lang. Trainingsübertragungs-Items werden dann sinnvoll, wenn ich einen neuen Spieler ins Team reinhaue, der... Ja, also einen Spieler, der ersetzt wird bei mir. Kann ich mir hier nochmal was holen? Rivalenpunkte? Premier League Punkte? Nö, macht alles keinen Sinn, deswegen gucken wir mal ganz kurz die Quests, was ich da noch erledigen kann. Ich glaube, ich brauche einfach nur Tore versus Angriff für Anstoßrivalitäten. So, das haben wir. Zack. Spiele Division Rivals. Tore. Gewinne Premier League. Okay. Das wird kritisch. Ein kritischer Hase. Oder die Rivalen-Token. Okay. Für den Pass ist das. Ja, okay. Bei den Pässen, ja, hoch. Da bin ich ja schon dann ganz lange raus. Ich hoffe ja, dass es irgendwann wieder so einen Knall bei mir gibt. Und ich dann... Ja. Ich dann wieder so spiele wie... Vor ein paar Monaten oder letztes Jahr oder so. Aber, ja. Ich betitel es als Grundrauschen. So das Grundrauschen ab und zu mal hier und da. Ich will mich jetzt auch nicht gezwungen fühlen, hier irgendwie zu spielen oder sonst was. Ich spiele dann, ja. Und jeden Tag natürlich die 20-Uhr-Folge. Ist ja auch klar wie Kloßbrühe. Aber das müsst ihr nicht unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass meine Aktivität im Spiel in FIFA Mobile deutlich besser sein kann. Aber ist ja halt zurzeit nicht. Deswegen, ja. Dann ist es so. Aber ist jetzt auch kein Thema, weil wir ja trotzdem ein gutes Team haben. Natürlich könnte es noch geiler sein mit 100 Chemistry. Bin ich zu 100% bei euch. Und ich hoffe, dass wir da auch irgendwann hinkommen. Stellt euch mal vor, ich beende FIFA Mobile 22 mit, mit 90 Chemistry oder so. Würde ich fühlen, würde ich feiern. So 3-1. Solange wir die Spiele gewinnen, ist alles in Ordnung. Ich hatte, glaube ich, in meinem Pack, da gab es die Packs, nämlich, ich hatte Jamie Vardy. Jamie Vardy Party hatte ich.
Zackig, knackig. Krisch macht auch nochmal eins. So, Ronaldo. Ronaldo geht vorbei. Die Frage ist, ich überlege schon, mit wem ich morgen eine Challenge mache. Mit Max Eberl, Kapi? Nee, weiß nicht. Es muss ja auch ein Spieler sein, wo es dann auch weh tut, den abzustoßen. Und wir werden wieder, ja, wir werden drei Spiele, 30 Tore werden wir machen. Also wir werden da auch, was das angeht, so ein bisschen übertreiben, in Anführungsstrichen. Macht es mal selber nach. Holt euch mal einen Spieler, das welcher nicht euer Main-Spieler ist. Holt euch einfach einen 95er, einen 96er, einen 97er. Stellt ihn einfach in den Sturm. Ihr habt noch nie mit dem gespielt. Und versucht dann mal in drei Spielen 30 Tore zu machen. Das ist echt brutal. Sage ich so, wie es ist. Das ist echt brutal. Ein brutaler Lachs. Du Lachsnacken. So, Messi mit der Flanke auf Ronaldinho. Ronaldinho kommt da nicht mehr ran. Ist auch egal. Wir gewinnen das Spiel. Und das ist alles, was zählt, gegen Joris 0-1-0. Joris, mein Freund. Mein Freund, mein guter Freund. Und wir gehen rein. Alter, der Beste hat 126. Das ist gar nicht... 126 finde ich jetzt im Vergleich zu meinem Team. Ich habe 115 jetzt nicht so viel. Obwohl ich eigentlich, ne, die letzten Events nur mit Grundrauschen. Ihr habt jetzt das Wort Grundrauschen bei mir gelernt. Obwohl ich die letzten Events nur mit Grundrauschen gespielt habe. Das Team geht auf jeden Fall auch klar mit Gigi Buffon im Tor. Okay, mal schauen, was das wird hier. Mal schauen, was da wird, ne? Komm, Abfahrt. Geh vorbei da. CR7 in den Winkel. 1-0. Und vorbei. Und vorbei. Und mach ihn. Dankeschön. 2-1. Der Gegner hat bessere Chancen wie ich. Das heißt, es ist auch deutlich schwieriger als das Spiel davor zu siegreich zu gestalten. Aber ist ja an sich auch jetzt nicht das große Problem. Weil wir einfach versuchen, jedes Ding reinzumachen. So wie ich es immer probiere. Und das sieht jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus. 5-3. Ballack geht vorbei. Ballack muss ihn machen. Ballack macht ihn! Bing bong! 6-4. Und jetzt ab nach oben. Ab nach oben. Ronaldo mit seinem Köpfchen. Bis jetzt ist jeder Schuss reingegangen, oder? Schön vorbei. Ronaldinho. 8-5. Und ich glaube gerade dran. Obwohl, nee, ich glaube nicht mehr dran. Oh, der erklärt mit Fallrückzieher. Aber das Spiel ist auf jeden Fall gewonnen. Und da hätte Ronaldo auch schön einen Seitfallzieher auspacken können oder so. Okay, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das 10. Tor mache mit Ronaldinho, dann war's das. Faust in die Facecam. So und nicht anders. Und Bing Bong macht der Lachs. Bing Bong. Bading, bading, badidididing, daddling, daddling, ding dong. 11-7, das war's für die heutige 20 Uhr Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich hier mit meinem Hertha Hemd. haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.